Noch einmal willkommen zu dem Das Star Wars Projekt. 52 Wochen hat ein Jahr. 52 Videoclips werden in diesem sogenannten Projekt Star Wars Projekt sein. Wir fangen an hier mit Amidala aus der 1. Wir zeigen natürlich Figuren. Wir machen da unser Späßchen. Wir aus der ersten, wohlgemerkt, wir aus der ersten Generation Star Wars haben ein bisschen mehr Plan wie die neue Generation Star Wars. An alle, keiner von uns Fans, keiner von uns, die sich damit identifizieren, keiner von uns als Cosplayer etc. pp. Ist Star Wars. Keiner. Nur Disney ist Star Wars. Vorher war es Lucas. George Lucas. Egal, ob wir 501 sind, egal was wir darstellen, egal was wir machen, oder meiner einer hier als Han Solo, jetzt hier in diesem Projekt, das Star Wars Projekt, Krieg der Sterne, 52 Wochen, weil Star Wars erneuert sich. 2019, richtig, der Kult ist weg. Der Star Wars Kult ist weg. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, Hurra schreien. Es wird kein Kult mehr sein. Es wird ein neues Star Wars sein, so ähnlich wie Marvel. Runtergerasselt und einige haben es schon festgestellt. Einige können sich auch mit den neuen Projekten nicht identifizieren, wie Resistance, die Figuren. Jetzt, diesen Samstag am 13.01. kommt die neue Staffel in Amerika. Wann wir Deutsche bzw. Europa beliefert werden mit dieser Staffel, 9.60 Uhr morgens auf einem Samstag. Bei Disney XD wissen wir alle noch nicht. Keine Ahnung, wer von euch Resistance. Ich habe jetzt hier auch keine Resistance-Figuren, weil die es hier in Deutschland noch gar nicht gibt. Ja? Es werden Resistance-Figuren erscheinen, 3,75 Inches. Die wurden also auch schon bei Star Wars.com vorgestellt. Diese Sendung besteht aus Inhalten, die aus dem Netz zur Verfügung gestellt, durch Zufall, durch Unwissenheit, kann passieren. Nehmen wir also wieder raus, ist klar. Aber die Hater, die Trolle, das ist alles so gewollt, um diese Trolle aus ihren Löchern zu holen, die Hater aus den Löchern zu holen, um die dann einfach mal zu terminieren. Han Solo ist nun mal ein Gauner. Die Rolle wird halt mal gespielt, das ist eine Spielfigur. Han Solo, der waschechte, ich gibt ihn seit 2015 auch nicht mehr. In der 101 Minute ist Han Solo sozusagen als Harrison Ford gestorben und er findet das gut. So, warum plötzlich die Leute dieses Star Wars alles nicht mehr so mögen, versteht man, weil Disney halt daraus jetzt richtiges Kapital machen wird. So, Amidala, die Schauspielerin, von der hört man und sieht man ja auch nichts mehr. Ja? Und war eine tolle Figur, sah auch gut aus. Episode 1, naja, kann man so sehen. So, da es aber Vollprofis gibt aus der Firma WebDR, die über 10 Millionen haben, und das ist eine Spezialfirma, Movie Pilot, Game Store und wie die alle heißen, gehören dazu. Das ist eine Riesenfirma, eine Werbefirma, die halt Game Store, Movie Pilot und die anderen Sachen auf den Weg bringen. Also noch einmal, das Projekt Star Wars 2019 hat nichts mit irgendwelchen Projekten zu tun. Irgendein Kollege hat halt gewisse Sachen zukommen lassen und es wurde nicht richtig recherchiert. Irgendwelche Behauptungen waren im Raum. Ja, es waren Behauptungen im Raum. Deswegen verzichten wir jetzt darauf. Man muss sie nicht streiten. Man hätte es auch anders machen können, aber in der heutigen Zeit hat die Jugend eh keinen Plan. Muss ich einfach mal so sagen, wir sind alle hier im deutschen Straflager, auf Deutsch gesagt, wir benehmen uns alle von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, behacken uns und so weiter und so fort. Jeder meint, weil er elektronisch, das haben wir verbockt, wir Alten, dass die Jugend heute damit umgehen kann, das ist fragwürdig, aber egal. Lass mal hinstellen, als Han Solo muss ich einfach mal jetzt, ja, willkommen in den 50 Clips kommen noch, das ist jetzt der dritte. Der dritte Clip, denn 3 Wochen sind schon rund. Also 2 Wochen sind vorbei. Jetzt ist es die
dritte Woche, dann ist die vorbei und dann geht es fröhlich weiter. Ob da noch irgendwelche Figuren kommen, die jetzt vor laufender Kamera gezeigt werden, ob die Augustini vor der Kamera laufend gezeigt wird, wie die Sache zusammengebaut wird, stellt sich noch raus. Wir haben natürlich viele Sachen vor, wir machen ja auch viele Sachen, wir haben auch sehr, sehr, sehr viel zu tun, um so einen Spaß, das ist ein Spaß, wir verdienen kein Geld daran, auch ich verdiene kein Geld daran, das ist nur ein Spaß, den wir uns erlauben, aus der ersten Generation. Also das hier ist nun mal nicht die erste Generation, das ist Episode 1, das ist die Generation 3 und 4 und jetzt mittlerweile zielt man auf Gruppe 4, 5 im Star Wars Bereich. Naja, wie gesagt, dieses Projekt, das wir hier am Laufen haben, heißt halt, hat nichts mit anderen Projekten zu tun. Wenn sich da irgendwas einschleicht, wird das natürlich rausgenommen, ist klar, haben wir hiermit gemacht, es ist nicht mehr zu sehen. Ist halt so, weil das überhaupt nicht identisch war mit dem, was ihr da behauptet habt in eurem Projekt da. Die Jugendlichen, die durch Zufall dieses Video jetzt hier sehen, das hat nichts mit irgendwelchen Projekten zu tun, die im Internet rumkreuchen und fleuchen. Wir haben auch nicht die Zeit, weil auch wir mit Disney nichts zu tun, weil wir auch nichts mit Star Wars zu tun. Dieses Produkt ist ein Eigentum der Firma Disney. Weder ihr, weder ein anderer oder sonst wie. Sondern nur Disney. So, und Disney unterstützt natürlich nicht. Disney macht alles selber und wollen auch damit sehr, sehr viel Geld verdienen. So, das ist mal ein Kern der Sache. Geld verdienen. Disney will Geld verdienen. Disney macht das nicht umsonst. Ja? Ihr seid jetzt total recht herzlich willkommen zum Star Wars Projekt 2019. Noch einmal das Star Wars Projekt 2019 hat nichts mit anderen Sachen zu tun. Wie gesagt, es war auch nicht identisch, war auch nicht zugehörig, war auch nicht klassifiziert, war auch nicht gekennzeichnet, um das mal klarzustellen. Das war also nicht gekennzeichnet oder sonst wie oder sonst wie. Ist das klar? Haben wir es gut verstanden. So, wie gesagt, Star Wars gehört Disney. Disney will Geld verdienen. Da bleiben wir bei. Und ja, wer mag schon Amidala, wer mag schon die Figur? Manchmal ist sie günstig, manchmal ist sie nicht günstig. Es macht nur riesen Spaß, da irgendwie jetzt vor laufender Kamera da reinzusprechen. Für die Jugend ist dieses sowieso nicht gedacht. Das ist ja wie das Projekt ist an sich für die Generation 1 gedacht. Und die Generation 1 ist leider nicht so on air oder kennt sich damit aus wie die New Generation, die der Meinung ist, den Löffel in Gold geschluckt zu haben. Was natürlich nicht stimmt, aber egal. So, ja, das war es also auch schon. Mal schauen, was die nächsten 50 Clips da so bringen. Also, es musste einfach mal darauf hingewiesen werden, das Star Wars Projekt hat was mit dem mit der ersten Generation zu tun, ist keine Plattform, hat nichts mit Online zu tun. Das ist eine spaßige Sache, wo, wie gesagt, einiges da noch gemacht werden könnte oder nicht gekonnt werden könnte. Je nachdem, wie man das sieht. Die Sichtweisen sind eh unterschiedlich. Da heute mit sehr vielen hochrangigen Leuten gesprochen und mit sehr vielen Stars und Sternchen, die haben alle keinen Bock mehr auf diese sogenannte digitale Welt, weil das taugt irgendwie nicht. Es ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wie wir daran gearbeitet 1975, 1979 und wie 1989 das World Wide Web in den Raum, wie es dann nach vorne und 1995 auf der CeBIT mal so richtig dargestellt hat, halt nicht sollen sein. Heute ist das mehr ja, ein Produkt von Facebook, ein Produkt von ja, Chrome-Google, Amazon und diverse andere, das war's. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass man damit arbeiten kann, dass man Spaß haben kann. Der Spaßfaktor geht weg. Die meisten von euch wollen ja nur noch Geld verdienen, nichts anderes, die haben nichts anderes im Kopf wie Geld verdienen und haben diesen sogenannten Spaßfaktor vergessen. Ja, man kann also. Man kann auch hiermit Spaß haben. Ja, man kann hiermit auch Spaß haben. Ja, ich mache das jetzt zum letzten Mal, dann verabschiede ich. Mal gucken, die nächsten 50 Folgen, also 50 Folgen machen wir noch. Mal gucken hier so. Ja, wie gesagt, man kann viel Spaß machen. Man sollte Spaß haben mit dem Produkt. Und das ist es. Star Wars ist ein Produkt, nichts anderes. Star Wars gehört jetzt der Firma Disney und nicht mehr Lucas. Das ist eben so. Die Lucas Film Ltd. gibt es halt noch unter der Regie von Kathleen Kennedy.
die das verantwortet, was kommt oder nicht kommt. Die betreut die Gelder, die Disney bereitstellt. Also Disney hat jetzt vieles gekauft, das solltet ihr mittlerweile verstanden haben. Und Disney bringt das jetzt auf den Markt. 2019 kommt eine Jogging-Geschichte, Füll die Macht heißt die. Geht mal auf StarWars.com gucken und schaut es euch an. Euer Star Wars gibt es überhaupt nicht mehr. Kapiert es endlich. Euer Star Wars, was ihr glaubt zu wissen, was ihr glaubt zu sein, ist nicht mehr. Nein, es wird vielleicht aus allen Sparten des EU-Universums, Legends und was weiß ich nicht alles rausgeholt, 1333 vielleicht auch noch irgendwie. Wir müssen uns wirklich daran gewöhnen, dass 2019 Star Wars komplett neu sein wird. Komplett, wirklich komplett neu sein wird. Ob wir es nur mögen oder nicht mögen. Alles, wenn ihr mal richtig in das Staatsverblödungs-TV reinschaut, seht ihr ja selber, was da so an manchen Veränderungen stattgefunden haben bei einigen Serien. Und so spielt das halt auch bei Star Wars sein, dass das da geändert wird. Es wird geändert, absolut. Ist halt so, ist da durch. Und ist nicht mehr euer Star Wars, ist New Star Wars, jedenfalls 2019. Und ich hoffe wirklich, wenn die Episode 9, die einen Titel bekommt, momentan sind die Titel alle ein bisschen durcheinander, ja. Keiner weiß den Titel, den Arbeitstitel von Episode 9 weiß im Moment wirklich keiner. Und ist halt so. Es ist vorbei. Star Wars, der Glanz und die Gloria ist vorbei. Auch die ist, man merkt das auch so, an den Leuten, die an sich Star Wars kennen, es ist nicht mehr. Also, wie wir hörten, 2012, Star Wars ist verkauft, da war noch richtig ein Aufschrei. 2015 waren die Kinos voll, bis 2017 war dann noch irgendwie in Ordnung. 2018 kam der GAU, ist halt so. Wir hoffen, dass 2019 durch diese Veränderung, durch das Verändern, Star Wars wenigstens noch einen Hauch hat, wo wir von der ersten Generation sagen, okay, ist in Ordnung, schauen wir mal. Ne? So, das war es halt aus dem Bereich, das Star Wars Projekt. Hat, wie gesagt, mit anderen Projekten nichts zu tun. Da hatte sich was eingeschlichen, wovon wir nicht wussten, haben wir rausgenommen. Trotzdem werden wir alles ändern, trotzdem werden wir alles sperren, trotzdem werden wir alles blocken. Wir werden alles blocken, wir werden alles sperren. Wir werden das jetzt als Sendung machen. Eine Sendung kann man auch nicht untertiteln im Fernsehen, im Staatsverblödungs-TV. So werden wir das da machen. Ja, genau. Also lasst euch überraschen da. Die nächsten 50 Wochen werden anders. Aber das Projekt bleibt. Ja, das Projekt bleibt. Macht's gut, meine lieben Freunde im Star Wars-Modus. Da sind wir wieder. 50 Wochen nur noch. Wir schreiben das Jahr 2019, das Disney-Jahr 2019. Disney hat sich so viel ausgedacht, konntet ihr sicherlich schon nachlesen. Euer Han Solo für Arme ist mal wieder da. Als Han Solo bin ich jetzt bereit, euch noch einmal, wie gesagt, pro Woche ein Video, pro Woche eine Sendung auf den Weg zu bringen. Ich habe mal wieder geschmuggelt, euer Hanso hat mal wieder geschmuggelt, ist frisch eingekommen. Schauen wir mal, was ich da wieder geschmuggelt habe. Also Disney, ah ja, ist der X-Wing Fighter, der noch gebaut werden muss. Ausgabe bis 17. Was haben wir hier? Ah, eine riesen Sache, aber naja, ist egal. Das ist der Falke mit Ordner, wie immer. Alles in Ordnung. Mit Elektronik, sehr gut. Ist hier gerade, wo ist gerade schon ein neuer, glaube ich. Irgendwas haben die da angekündigt. Sehe ich einer mit? Was im Skript? Nö. Okay. Jedenfalls
habe ich bis 89 bekommen. Das heißt also, bald kann ich ihn euch auch, kann ich auch eine tolle Sendung rausmachen, indem ich euch dann die Fortschritte von diesem Falcon und X-Wing, ist also nicht mehr viel, 11 Stück brauche ich nur noch. Ich mache jetzt keine 11 Sendungen und warte jetzt auf De Augustini, natürlich nicht, das ist klar. Sondern ruckzuck werde ich weiter die Videoclips machen. Ich sehe gerade, dass ich den Monitor nicht anhabe. Sammelfiguren-Shop, der ist nochmal hier. So, was haben wir denn hier? Ah ja. So, da habe ich euch auch wieder eine Figur geschmuggelt. Ach so, ja, für einen Kunden. Ein Kunde wollte den unbedingt haben, den bekommt er auch, aus Han Solo. Diese Figur ist wirklich wunderbar, ziemlich stark, ziemlich schwer. Auch der Mantel, die Kunden, die mögen diese Figur von Han Solo aus dem Film. Die Range Troopers, also die Range Troopers, so schlecht sind die gar nicht, da mit ihrem Mantel und diese starken Schuhe. Ist also ziemlich gut, ja. Case ist auch wieder in Ordnung, ihr wisst ja, die Leute achten auf Case. Stelle ich hier mal hin. So, da habe ich noch eine auch noch aus diesem weihnachtlichen Bazar. Mal gucken. Also haben wir auch geschmuggelt. Yippie. Ah, herrlich. Ja. Ja, die Ray. Die Ray, gut, diesen Karton. Wegen diesem Karton werde ich wohl ein bisschen Schwierigkeiten kriegen, sehe ich gerade. Star Wars Black Series. Aber die Figur sieht mal wieder klasse aus. Ja, von Rey. Für Sammler kann man die dann nicht abgeben. Ist klar. Die ist halt verletzt. Aber ich mag die. Dann halte ich sie eben fest. Das sieht einfach nur klasse aus. Ja? Sieht auch klasse aus. Die Ray, klasse. Gefällt mir. Yeah. Ihr merkt schon, so lange mache ich die Sendung nicht heute, weil, wie gesagt, die Figuren so ein bisschen wegschieben. Weil 50 Wochen noch, dann kommt Star Wars. Ihr müsst mal auf StarWars.com gehen oder googeln. Star Wars bringt jetzt Fühl die Macht, Yoga, Joggen, Rennen, Laufen, ja. Früher, vor 50 Jahren, sagte man zu uns, renn mal wieder. Bing, 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 bing. Wisst ihr noch? Mit diesen drei Stufen, ding, 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 ding. Mach dich fit, lauf mal wieder. Das war so eine, vor 50 Jahren so. Jetzt kommt, fühl die Macht, ja, fühl die Macht. Und Disney macht jetzt Yoga, Fitness und so weiter. Dann, wie gesagt, kommt ja die Realserien, sind sie dann ab Oktober erst am Produzieren. Die anderen sind sie ja schon am Produzieren. Gestern konnte man nachlesen, dass J.J. Abrams endlich die Folgen abgedreht hat. Also Ende Januar 2019 sind die Sachen abgedreht und dann geht die in die Postproduktion, da wird gemacht. Und im April kriegen wir dann die Teaser. Dann bekommen wir noch einmal beim Footballspiel ein Taser oder ein Teaser oder halt ein Trailer und dann ist ja schon soweit. Also wenn ihr Lust und Laune habt, diese Mini-Sendung, die ich jetzt ins Leben gerufen habe im Jahr 2019, wie gesagt, im Moment war ich wegen der Ware nochmal Han Solo. Hin und wieder werde ich dann zum 3DPO und ich werde zu Darth Vader. Ich schaue auch noch, ob ich hier diese super schönen großen Figuren hier hinstelle, hier und da, muss ich schauen. Weil diese Ecke kommt an, die Leute stutzen, sie staunen, wow, was ist denn hier? So, hier ist die Bühne für Star Wars, hinten ist die Bühne für die Figuren, das werde ich aber heute nicht machen. Heute halte ich die Sendung mal ein bisschen flach, ein bisschen einfach. Begrüße aber auf diesem Weg den Patrick Neumann in Zelle 7 auf Bali in dem Knast. Ist leider so, 15 Jahre seines Lebens wird er da jetzt absitzen müssen. Er versucht natürlich mit allen Mitteln da wieder rauszukommen, weil unschuldig, aber wie das so ist, ist halt so geschehen. An sich passt es auch aus einem Knast heraus einen Film zu machen, was man hier in Deutschland wohl nicht könnte. Passt irgendwie zu Jakku,
und alles zu den Planeten, das sind ja halt die Verbrecher und so weiter und so fort. Passt also zu Han Solo, dem Superschmuggler, der mit seinem Falken demnächst abheben wird. Ich werde euch, sobald ich ihn wirklich fertiggestellt habe, in der, also das ist jetzt die 50. also beziehungsweise ja, in der 50. Woche, zwei Wochen sind halt schon rum, die beiden Teile konntet ihr schon sehen, der eine wurde halt ein bisschen länger, hier halte ich halt ein bisschen kürzer, weil es waren halt nur zwei Figuren, einmal wie gesagt die Rey Intermant Jedi, Rey Jedi Training, finde ich gar nicht mal so schlecht, ich meine, mir gefallen also diese großen Figuren, 15 cm, wunderbar verarbeitet, ja, mit dieser Kleidung, auch das Gesicht, wie sie da an dem Felsen geübt hat. Und ja, ich weiß natürlich nicht, ob das aus der Folge 7 war. Könntet ihr ja drunter schreiben, wenn ihr wisst, ob das aus der Serie 7 war oder 8. Das weiß ich jetzt nicht. Sieht aber eher aus, ja, wegen dem Aggregat. Hier steht auch ein Aggregat. Also diese Figur ist eine Einzelfigur. Die anderen Figuren konnte man auch Figuren beistellen. Aber hier ist Rey eine Einzelfigur. Und ist natürlich eine Exklusivfigur, wie die anderen auch. Ich werde also weiterhin Exklusivfiguren einkaufen. Und sicherlich, also immer wenn ihr seht, dass ich das hier anhabe, dann bin ich Han Solo, der Superschmuggler. Dann zeige ich euch Figuren oder berichte halt von Disney. Oder zeigt auch eine Live-Sendung von Disney. Das habe ich mir so ausgedacht. In den ersten beiden Wochen wusste man nicht so, wie alles wird. Aber wie ich so sehe, wird es. Hier stand an sich R2-D2, der ist jetzt weg, weil ein Kunde den haben wollte. Ich habe noch einen anderen R2-D2 oder also einen anderen, keine Ahnung, Meditech da. Ne? So. Also wie gesagt, diese Figur gefällt wirklich. Da könnte man ein paar einkaufen und ein Szenario bauen. Ich würde mir wünschen, wenn es diesen Zug gäbe da irgendwie. Ich habe hier, wie gesagt, 3x3 Meter, wo ich vieles einarbeiten könnte. Jetzt bleibt jetzt erstmal hier, wie gesagt, für die Sendung hier diese Star Wars Station. Stammtisch. Wie gesagt, Samstag seid ihr immer recht herzlich willkommen. Ihr dürft da drunter schreiben und so weiter. Ich begrüße, wie gesagt, auf dem Weg auch Patrick Norman in Zelle 7 in Bali. 7 Stunden im Voraus. Ist jetzt halt 14 Uhr mittags bei ihm. Er hat jetzt schon 14 Uhr mittags. Ich beeile mich jetzt, weil ich gerne Hubert ohne Staller sehen möchte. Ne? Ist halt so, in der Mediathek ist jetzt neu, weil Staller ist nicht mehr da. Ihr merkt schon, ich gleite ein bisschen aus, weil im Moment ist nicht halt so viel. Ich meine, Disney macht da was und noch nicht viel. Ich habe ja gesagt, Darth Vader fehlt einfach, aber egal. Also, ich wünsche euch was. 50 tolle Wochen noch und mal schauen, was in der 49. Woche ich mir da ausdenke. Ob ich in der 49. Woche auch wieder Ware haben werde, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Im Moment ist ja alles normal. Ne? In 2 Wochen, das neue Jahr ist schon 2 Wochen alt und geht jetzt in die 3. Woche. Und dann schauen wir mal, wenn ich dann, wie gesagt, die 49. Sendung, also ne, rückwärts, ist die 4. Sendung dann, auf den Weg bringen. So, bedanke mich nochmal total recht herzlich, dass ihr da wart. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher, zeige euch die beiden Figuren nochmal. Ne? So, die beiden Figuren wurden heute geschmuggelt. Ne? Die haben wir jetzt eingeschmuggelt, wie gesagt. Den Trooper, Ranger, ein Ranger Trooper und dann halt 15 cm groß die Rey. Ja, also, liebe Pelz, ich wünsche euch was, ich gehe jetzt in die Figurenecke. Heute mal nicht mit Kamera, heute bleibt es so, wie es ist. Macht's gut.